darauf hingewiesen worden. Nicht am gewohnten Ort in Speyer, sondern in Bad Herrenalb hat heute die Frühjahrstagung der Synode der Evangelischen Kirche der Pfalz begonnen. Dem Kirchenparlament gehören 74 Mitglieder an. Am Eröffnungstag stand vor allem der Jahresbericht von Kirchenpräsident Christian Schad im Mittelpunkt. Außerdem fanden mehrere Wahlen statt. Unter anderem wurde Oberkirchenrätin Karin Kessel, die Finanzdezernentin der Pfälzischen Landeskirche, wiedergewählt. Synodalpräsident Henry Frank blickte in seiner Eröffnungsrede bereits voraus auf die weiteren Schwerpunkte der Tagung, die noch bis Samstag dauert. Zum anderen beginnen Sie als Ergebnis der Portfolioanalyse vom März die ersten Schritte der Prioritätensetzung für die Zukunft unserer Kirche. Sie haben einen Vorschlag von Landeskirchenrat und Kirchenregierung erhalten, wie Sie mit den Handlungsfeldern, die Sie nicht als hochwichtig und hochprofilbildend bewertet haben, egal in welcher Abstufung nun, künftig umgehen werden. Dabei ist im Blick auf die voraussichtliche Entwicklung der Finanzen unserer Kirche ein entscheidender Aspekt sicherlich der, welche Einsparungen sich durch Aufgabenoptimierung oder Auslagerung von Handlungsfeldern wird erzielen lassen. Aber einen anderen Aspekt, liebe Schwestern und Brüder, sollten wir nicht aus den Augen verlieren. Es ist der Aspekt der Qualität unseres Handelns. Ich weiß, dass der Begriff nicht besonders beliebt ist in Kirchenkreisen. Es geht hier auch weniger um die Frage, ob wir unsere Arbeit in den Handlungsfeldern, die wir noch als wichtig und hochprofilbildend, hochwichtig und hochprofilbildend einschätzen, nach vermeintlich objektiven Kriterien gut machen. Vielmehr geht es darum, ob es uns gelingt, die Erwartungen, die Menschen an unser Handeln stellen, zu erfüllen. Denn enttäuschte Erwartungen sind keine solide Basis für die Zukunft der Kirche. In den Gemeinden, der Seelsorge, dem Religionsunterricht und in der Bildung sind wir mit Erwartungen von Menschen konfrontiert, auf die wir nicht immer reagieren können und manchmal auch gar nicht reagieren wollen. Dennoch dürfen wir die Erwartungen der Menschen nicht außer Acht lassen. Das Schwerpunktthema Diakonie auf dieser Synode gibt Gelegenheit, uns intensiv auch mit den Erwartungen der Menschen auseinanderzusetzen, die sie an unser diakonisches Handeln stellen. Gewiss, es ist wahr, dass diakonisches Handeln in der Gesellschaft immer noch hoch geschätzt wird, dass die tätige Zuwendung zum Nächsten immer noch große Anerkennung genießt. Wahr ist aber auch, dass die Art und Weise, wie wir in unseren diakonischen Einrichtungen handeln, nicht frei von Kritik ist. Das fängt an bei der Frage der finanziellen Unterstützung diakonischer Einrichtungen durch den Staat nach dem Subsidiaritätsprinzip, geht weiter über die Frage der Bezahlung der Mitarbeitenden in diakonischen Einrichtungen bis hin zur Frage nach dem christlichen Profil der Diakonie überhaupt. Um Diakonie als zentrales kirchliches Handlungsfeld im Bewusstsein der Gesellschaft, aber auch in unserem binnenkirchlichen Bewusstsein zu bewahren, ist es notwendig, dass wir uns auch mit diesen Fragen intensiv auseinandersetzen und vor allem, dass wir auch Antworten finden. Wenn ich mir die intensiven Vorbereitungen zu diesem Schwerpunktthema betrachte, bin ich allerdings auch zuversichtlich, dass uns dies gelingen wird. Wir kommen von Pfingsten und sind deswegen gewiss, dass Gott auch seinen Geist dazu gibt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Morgen werden die Landessynodalen zum Schwerpunktthema Diakonie zunächst einen Vortrag von Professor Uwe Becker von der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe hören und sich dann in Praxisforen mit verschiedenen Aspekten diakonischen Handelns auseinandersetzen.